Schön, dass ihr auch in dieser Folge Watch Dogs wieder mit dabei seid. Ihr wisst, was passiert ist. Letzte Mal, wir haben die Mission nicht ganz geschafft. Hier vorne steht so ein cooler Kollege vor der Tür, den wir hier mit einem netten Vollstrecker einfach mal mitnehmen. Und jetzt müssen wir aber echt mal... Splittergranate? Das ist doch mal sexy. Und jetzt müssen wir doch echt mal hier die Mission schaffen. Das ist doch wohl Blödsinn. Wir müssen hier auf jeden Fall links abbiegen. So, und schneller geht das. Und ab ins Auto. Den Kollegen, den krallen wir uns doch. Als wenn wir den mal einfach so wegfahren lassen würden. Nicht mit uns. Dafür gibt es noch ein paar chemische Komponenten, dass wir die Karre hier mitgenommen haben. Letztes Mal sind wir besser hinterhergekommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber wir sind schnell wieder dran. Und werden uns jetzt in dieser Kurve natürlich wieder seiner Existenz widmen. Hallo. Hi. Jemanden hier raus, okay? Wird gemacht. Das hat nicht ganz was gebracht, diese Ampel. Die vielleicht. Naja, geht so. Aber wir sind dran. Wir lassen ihn natürlich nicht entkommen. Wir haben natürlich auch schon wieder Besuch. Deswegen werde ich jetzt mal nicht aussteigen und versuchen, auf sie zu schießen, bevor ich nachher überfahren werde oder sonstige Dürfheiten. Der scheint aber immer so seine selben Dings zu haben. Also ich möchte jetzt wissen, wie er da noch leben möchte. So, damit ist er down. Wir werden uns jetzt aber eine richtig schöne Stelle suchen, wo nicht sowas passieren kann wie gerade. Weil das war echt ein bisschen doof und gefiel mir nicht. Aber das lädt doch eigentlich an. So. Oh. Und die Poller immer noch nicht gehackt, oder? Ach, scheiß die Wand an, ey. Genau, fahrt da mal rein. Worauf wartest du denn? Warum habt ihr mir die Poller ausgeblendet? Gibt's das denn? Naja, ich möchte auch nicht unbedingt auf mich schießen lassen. Darum. Ich stoß ihn von der Straße. Wir sind hier irgendwo im Nirgendwo. Du stößt mich mit Sicherheit nicht von der Straße. Dafür müssen wir erstmal wieder eine Straße finden, du Getier. So, das ist doch eine super Ecke. Er ist wieder zu Fuß. Ja, er ist zu Fuß. Und stellt sich natürlich an den Gastank. Ja, das ist aber klug. K-L-U-K, wo sind die Pinsel? Okay, die können wahrscheinlich doch von da kommen. Das ist natürlich... Okay. Oh, 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 oh. Wow, dass ich das... Das kriegen wir doch wohl hin. Ne, nix Goblin. Das gefiel mir besser gerade. So. Tja, der feuert auf mich. Wein doch. Ruf deine Mami an. Beschwer dich. Okay. Boah. Okay. Weiter geht's. Hier kommen wir nicht drüber. Aber da kommen wir rauf. Okay. Oh, du siehst eine Knarre, finde ich gut. Oh, geh da runter! Okay. Ah, durch die. Ach mein Gott, gibt das denn da die Möglichkeit, jeder Mann da so arg? Naja, gut. Jetzt habe ich echt mal langsam die Schnauze voll. Du meinst, du kannst... Na, ich meine, dass ich dich jetzt einfach nur mal mitwegfüße. Du bist ungefähr der unbedrohlichste Gegner, der hier im ganzen Spiel gerade rumläuft, ey. Weil man dich einfach so wegpustet. Ja, hast du verstanden? Mann, blöd Pinsel. Eigentlich wäre schon ganz sexy, den einfach zu erledigen, bevor der überhaupt groß irgendwie weg ist. Handschuhfach geplündert. Ja, deswegen mache ich das nur. Ich farm quasi die Handschuhfächer hier. Sonst hätte ich den schon längst geschafft hier. Ja. Damit das mal klar ist. Eigentlich in dieser Stelle hier. Da müsste man den doch eigentlich irgendwie festsetzen können, hallo? Oder? Kriegen Sie endlich jemanden hier raus, okay? So. Wird gemacht. Das ist doch eigentlich schon mal... Ich bin dran! Jetzt zieh die Waffe! Ja, du bist auch ziemlich dämlich. Wenn ich dir das mal so sagen. Aber hier. Boah. Und ich soll euch mal was sagen. Da gibt's eigentlich nur eine Lösung, wo wir hinfahren. Da. Hin.
wo wir herkommen. Tommy, auch das Tor wollte ich aber mal mit Sicherheit nicht hacken. Pass auf! Die Reifen! Die Reifen, ja, ja, die Reifen, Alter. Viel betreten Sperrbezirk, ja, ob mich das wohl interessiert. Nicht. So, hier ist noch Scheiße, da sind überall diese... Sind die zu doof, mir hierhin zu folgen, oder was? Gibt's denn so was? Hallo. Oder schießt einer? Okay. Ne, immer noch kein Goblin. Oh, der schießt schon mal auf uns. Den sollten wir uns mal entledigen. Das hat doch schon mal geklappt. Ja, komm gleich wieder weg von hinten. Ich glaube, es hakt. Ich glaube, es hakt. Damit kommst du nicht durch, Mann. Womit ich durchkomme und womit nicht. Da drehen wir aber mal getrennt drüber, ja. Komm raus, Mann. So, dankeschön. Damit ist der im Takedown tot. Das sollte ich mit dem anderen eigentlich auch machen im Takedown, aber... Du, das ist ja nicht unser Problem, oder? So, hier haben wir ein nettes kleines Guckfenster. Ja, wo seid's denn ihr? Oh Gott, wir sind gefickt! Oh Gott, wir sind gefickt, das finde ich gut. So... Ja, mach doch mal die Tür auf. Jetzt sehe ich dich. What? What? Wo kommst du denn her? Wie bist du hier reingekommen? Das ist ja wohl nicht wahr, wa? Oh, da liegt Geld. Das lockt mich. Oh, da liegt noch mehr Geld. Oh, das Geld hier drin lockt mich aber wohl. Ach, komm schon. Stehen bleiben. Wow. Dem habe ich aber ganz schön den Arsch unter seinem... seine Existenz weggeballert. Du brauchst auch nicht Bedrohung ausgeschaltet. Damit haben wir es geschafft, Leute. Verarsch mich nicht, Aiden. War ich nicht deutlich genug? Lass die Finger von Jackson. Ja, was das angeht. Ein Angestellter war etwas übereifrig. Dein Neffe ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder eigene Wege gehst... Hol meine Schwester ans Handy. Hör mal. Glaubst du, du hättest hier was zu sagen? Du sprichst mit Nikki, sobald du etwas Nützliches für mich hast. Folge der IP-Adresse und wir reden. Im Moment verschwendest du nur Zeit. Akt 2, zerbrechliche Ware. Mission. Beendet! Jawohl, das war auch eine schwere Geburt. Selbstjustizintervention, jawohl. Damien kennt mich zu gut. Weiß genau, wie ich reagiere. Er musste schon eine ganze Weile planen. Der Mann geht wie immer zu weit. Er wird Nikki was antun, wenn er nicht bekommt, was er will. Okay, fürs Erste werde ich mitspielen. Ich folge dieser IP-Adresse. Aber ich werde ihn irgendwie erwischen. Das hättest du dir auch vorher schon denken können. So, wir haben aber Skillpunkte gekriegt. Darum gehen wir jetzt mal in den Fähigkeitenbaum. Jawohl, wir haben 6 Skillpunkte zur Verfügung. Damit können wir jede Menge machen. Also, was wollen wir denn machen? Was wollen wir denn machen? Schauen wir mal beim Hacken. Geld auch nochmal ein Hack Boost Plus. Erhöht nochmals die Geldmenge, die man durch das Hacken von Bankkonten am Geldautomaten. Naja, gut, das nehmen wir einfach mal mit. 5 Punkte, nee, dann ist mir das zu teuer. Zusatzakku, ja, für 3 Punkte nehmen wir den nochmal mit. Gegner Kommunikation stören. Naja, eigentlich finde ich die sehr lustig. Achso, halten um Trafos überladen. Große Explosion auszulösen. Große Explosionen sind toll, den nehmen wir mit. Damit haben wir die Fähigkeitspunkte weg und können uns wieder auf das Spiel konzentrieren. So, wo können wir fortfahren? Wo müssen wir fortfahren? Such. Was haben wir denn dort? Das ist ein CTOS-System, jawohl, da sind auch ein CTOS-System, das sind die CTOS-Unterstationen, die wir hacken können. Okay. Ich denke, wir haben die IP noch nicht erhalten und müssen uns noch ein wenig gedulden und werden aus diesem Grund einfach mal dieses nette CTOS-System hier in unserer Nähe mal hacken. Jo, ist doch nett, oder? Finde ich auch.
Aua, pass mal auf, wo du da langfährst, du. Die letzte Meinungsumfrage zeigt, das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Das hatten wir auch schon mal. Viele bieten ihm sogar ihren Schutz an. Dennoch warnt die Polizei von Chicago davor, weil man sich dadurch strafbar macht. Ja, natürlich macht man sich dadurch strafbar. Trotzdem ist der Aiden Pierce eine coole Sau. So, da durch das Tor konnte ich leider nicht die Abkürzung nehmen, weil da hätte ich für Fliegen oder Schwimmen oder beides für müssen. Darum... Mein Gott, deine Lichthupe hat mich so irritiert. Das war mir zu viel. So, okay. Schön dort. Was kriegen wir jetzt mit für ein Anspruch? Der Blackout von 2003 war ein Wahnsinn. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen starben, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Cannon ist ein Held, kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernehmt Kontrolle. Okay, das war sehr merkwürdig. Aber irgendwie was. Bitterst. Bitterst. Spontane Selbstentzündung. Jawoll. Das läuft ja hier. Aber wir stehen hier genau beim CTOS. Das ist eigentlich ganz schön. Also wir sind quasi da wieder gekommen, wo wir uns gerade selbstzerstörerisch einfach mal ein wenig gesprengt haben. Warum haben wir das getan? Weil wir es können. Hier war doch gerade eine Nachricht mit Hacken da. Sucht regelmäßig online nach Vergewaltigung. Mein Gott, ist das eine Schlampe, du. Aber das Konto hat jetzt 1900 Dollar weniger. Aber soll ich dir was sagen? Vergewaltigung geht mal gar nicht. Ich rufe nicht die Bullen. Ich hoffe, das bereue ich nicht. Dankeschön. Nein, das wirst du nicht bereuen. Alles gut. Was kann ich sein? Alles gut? Ich habe quasi was Gutes getan. Er nährt sich nur von Fleisch. Der Junge ist mir sympathisch. Den würde ich nie töten. Ich weiß allerdings noch nicht so ganz, wie ich zum CTS, ne? Die Tür ist nix für uns. Ja, ja, ja. Immer diese Sucherei um das ganze Gebäude rum, ne? Das ist ja wo im Bitke. So, da kommen wir rauf, aber dann da nicht, ne? Ja, das ist doch Shit. Das ist doch Shit. Lasst mich rauf zum CTOS-Turm. 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 Lasst mich rauf zum CTOS-Turm. 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 Wo geht's denn hier hoch? Wollt's mich jetzt verarschen? Das ist doch nicht die Möglichkeit hier. Mutmaßliche Fälscherin. Oh Mann. Ich glaube, jetzt wird wieder alles gut. Da waren sie aber fix die Leiche hier wegzuräumen, du. Diese Kameras bringen uns nicht viel, weil die nach außen zeigen. So. Ach so. Aber da habe ich eigentlich keine Lust zu, wenn ich ehrlich sein soll. Gib mir einfach Geld. Interessantes Objekt, ja, ist es nett. Wie weit ist denn das? Oh, so weit. Oh, das könnte eine Idee sein. Hier, da, da, das klappt, ja. Alles klar, wir haben es gefunden, aber die 100 Meter machen wir einfach nochmal. Vielleicht lohnt es sich ja da einmal über die Straßen. Nope, 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 nope. Da irgendwie hochklettern habe ich keinen Bock drauf. Das vergessen wir mal ganz schnell hier. Aber da haben wir einen Lift gefunden, den wir mal erklimmen werden. Fahren hier ein Stückchen hoch. Können hier eine Leiter raufklettern und sind jetzt vielleicht mal ein Stückchen näher ran, da wir hier über diese Treppe gehen können, die wir allerdings noch öffnen müssen, die Tür. Aber dort hängt eine Überwachungskamera, mit der wir dann dort zu einer Überwachungskamera kommen. Nein. Wo ist denn da eine Überwachung? Oh, da vorne können wir rüber. Okay, das ist vielleicht auch ganz sexy. Also gehen wir einfach mal nett hier durch.
Ja, das war schon klar. Mein Gott, gibt's denn sowas? Wer findet das denn? Mein Gott. Da muss ich rüber, ja, im Optimalfall. Ja, und war klar, dass du da noch runterspringst, du Pinsel, ey. Ach, halt den Mund zu. Mann. Kommen wir da denn noch irgendwo an einer anderen Stelle rauf? Das wäre doch schön. Wer mag das? Ja. So, Veruntreut-Kirchenaktivitäten haben wir jetzt auf jeden Fall gewandt getan. Ja, das ist doch schön. Also können wir nur darauf. Okay. Dann müssen wir da wo mal mitarbeiten. Sonst gibt hier nichts. Das wird wohl dann seine Korrektheit haben. Erstmal müssen wir den Kollegen wieder runterfahren, weil das ist doch ein bisschen hoch. So, einmal da ruf, aber da müssen wir wahrscheinlich gar nicht hochfahren, ne, habe ich mir schon gedacht. Und dann hier hoch. So. Schwachstelle erkannt sich jetzt. Ja, okay, online rennen. Remote Profile. Heißt das, dass ich wieder online bin? Ja, das ist schön. Die Kamera bringt uns auch da vielleicht. Ja. Naja, ist im Grunde genommen nichts hier da in die Richtung. Was soll das denn? Was zum Teufel soll dies denn? Ja, die Kamera ist ja schön und gut. Ob das was bringt? Kommen wir da irgendwo mit um irgendeinen Winkel rum? In der kommen wir? Wir müssten ja da irgendwo eine Kamera. Das hilft uns ja doch alle nix. Ist das denn? Ah, die wird uns auch nichts bringen. Die zeigt hier runter. Da kommen wir wieder mit auf die da drauf. Können da auch nichts. Da ist irgendwo. Ach, das Objekt. Da hängen wir nochmal die 1000 Dollar mit weg. Da hängt eine Kamera, die haben wir schon gesehen. Da, die könnte uns helfen. Die könnte uns helfen. Und wie sie das tut. Damit haben wir hier. Den Kollegen jetzt noch nicht entriegelt, ne? Ach, ist das denn... Damit haben wir nur einen Alarm irgendwo entriegelt. Naja, wir schauen mal, wie wir weiterkommen. So, da haben wir uns einmal nach links gedreht. So. Geldmäßig lohnt sich das hier wohl. Das ist eine gute Gegend. Okay, das haben wir gehackt, ja. So weit, so gut. Das heißt, es geht da raus. Ah, da ist noch eine Kamera. Die wird uns jetzt zum richtigen Teil, und damit ist die Tür dann auch offen. Ja, das hat ein bisschen gedauert, aber gut Ding, will Weile haben, und wir werden jetzt dann hier drin auch die entsprechende CTOS-Zelle haben und können diesen CTOS-Turm freischalten. Ist das nicht schön? Guckt euch das mal jetzt an, was kommt. Ja, der Wahnsinn. Und ein neues Versteck da oben rechts, wir sehen es. Wir haben den Bezirk freigeschaltet. Das ist doch eine feine Sache. Auf der Weltkarte haben wir es ja gerade schon gesehen. Die brauchen wir jetzt nicht nochmal exklusiv extra zusätzlich nochmal öffnen. Ja, genau. Okay, wenn ich so auf die fortgeschrittene Zeit schaue, denke ich, werden wir diese Folge nicht mehr viel schaffen. Darum sage ich jetzt mal tschüss, und in der nächsten Folge geht es natürlich weiter mit der Kampagne. Wir müssen ein bisschen was für diesen kleinen, netten, nervigen Damien tun, damit er unsere Schwester nicht umbringt und wir vielleicht mal ein Wörtchen mit ihr reden dürfen. Und auf eine Spur kommen, wo wir sie denn vielleicht wohl finden und wie wir sie retten können, ohne hier Marionette eines anderen spielen zu müssen. Genau. Also schaltet wieder ein. Es bleibt spannend hier bei Watch Dogs. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und damit bin ich raus. Ciao.